Das Westfalenblatt in Lippe bei Christian Sauter, FDP-Bundestagskandidat im Wahlkreis Lippe 1. Christian Sauter hat gute Chancen, in den Bundestag einzuziehen, über den Listenplatz 15. Das könnte reichen, wenn es gut läuft, Herr Sauter. Und davon gehen wir natürlich aus bei der FDP, die in den Umfragen ganz gut liegt. Wir sitzen in Christian Sauters Mercedes 280 CE, Baujahr 1972. Christian Sauter ist passionierter Autofahrer und wird sicherlich auch eine ganz spezielle Meinung zur Dieseldebatte haben, die im Moment geführt wird. Wie schätzen Sie diese heißgelaufene Debatte ein? Ja, Sie sagen es, heiß gelaufen. Ich sehe das sehr kritisch, wie momentan das Thema begleitet wird, durch die Politik auch. Es ist hier viel von Verboten die Rede, von Einschränkungen für Diesel-Pkw-Fahrer in die Städte. Und ich meine, das ist eine Debatte, die man mit Vorsicht führen sollte, insbesondere was das Thema Verbrennungsmotor oder auch Dieselmotor angeht. Ich meine, hier ist etwas Zurückhaltung gefordert. Es ist eine Technologie, die ausgereift ist und Möglichkeiten bietet, eben weitere Mobilitäts- und Antriebskonzepte dem Weg zu bereiten. Aber wie ich eingangs sagte, ich halte es für momentan für völlig hysterisch und ich würde da zu mehr Zurückhaltung plädieren und setze mich natürlich auch für Besitzer von Diesel-PKWs insofern ein, dass sie ihr Eigentum, was sie auch eben entsprechend erworben haben, teilweise auch staatlich gefördert, weiterhin nutzen dürfen. Sie sind heimatverbunden hier in Lippe im Extertal. Was sind Ihre Themen, ländlicher Raum natürlich. Wie wollen Sie sich für den ländlichen Raum und für dörfliche Strukturen in Berlin im Bundestag einsetzen, wenn es mit dem Einzug ins Parlament klappt? Ja, für mich ist das eine sehr bedeutende Frage und auch eines der zentralen Säulen meines Wahlkampfes und auch meiner Themenschwerpunkte. Der ländliche Raum ist für mich Heimat, wie Sie sagen. Und hier gibt es sehr viele Themen, die Menschen umtreiben. Das ist insbesondere die Infrastruktur, die Datenanbindung, also zukunftsweisende Themen, Mobilitätskonzepte und eben auch, und das ist mir ganz besonders wichtig, ich bin ja von Herzen Kommunalpolitiker auch, dass die ländlichen Kommunen in ihrer Finanzierung und Ausstattung wieder eine viel bessere Grundlage erhalten, um die Menschen hier entsprechend zu begleiten. Vielen Dank, Herr Sauter. Sehr gerne, danke.